Der Markt ist hot. Es ist nur noch nicht ganz klar, auf was. Tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen, wenn man auf den Markt hier guckt. Schauen wir mal den S&P hier beispielsweise an im Stundenchart. Nochmal ganz kurz zur Orientierung. Wir hatten den steilen Anstieg, wir hatten jetzt diesen, der etwas flacher verläuft. Aber statt das, was ich mir durchaus hätte vorstellen können, der Markt zeigt es noch nicht. Daran sieht man mal, wie wichtig es ist, das eben genau im Auge zu behalten. Was hätten wir haben müssen? Wir hätten eine steile Bewegung nach unten bekommen müssen. Irgendwie sowas. Was haben wir stattdessen bekommen? Wir haben eine Bewegung nach unten, aber sind wir mal ehrlich, mit steil hat diese Bewegung nichts zu tun. Das ist dieses Wackeln im Trendkanal. Das ist etwas, was wir normalerweise als eine Korrektur ansehen. Das hatten wir hier vorne schon. Und die Quintessenz ist quasi die gleiche. Nämlich vorne Schub, dann kommt eine Korrektur und danach kommt wieder ein Schub. Jetzt haben wir hier ja unsererseits wieder einen Schub. Jetzt hier eine Korrektur. Kommt da jetzt nochmal ein Schub? Denkbar ist es allemal, auch wenn das nicht mein favorisiertes Bild ist. Wir sollten nie einer Idee anhängig sein und sagen, ja, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vorstellen kann ich mir ganz viel an der Börse. Wichtig ist, was macht er denn der Markt? Und dafür ist ein Indiz, wenn er dieses Szenario eben nicht nach unten verlässt, was immer noch sein kann, sondern nach oben. Dafür wäre eine nicht ganz uninteressante Marke hier dieses Zwischenhoch, was wir hier haben. Na, man müsste es auch treffen. Es ist schon nicht ganz so einfach. Im Alter lässt das mit dem Ziel nach. Aber lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich mache das jetzt mal hier so als halbe horizontale Marke. Da sehen wir schon eines so dieser letzten Hochmarken. Warum jetzt die, warum nicht die? Na, streng genommen ist ja das Tief hier gewesen. Und das ist das davor und das wäre das Zwischenhoch. Also das würde eigentlich so diese Abwärtsidee, fallende Hochs, fallende Tiefs, erstmal wieder beenden und dafür sprechen, dass der Markt vielleicht doch noch mal einmal Lust auf mehr nach oben hat. Das ist aber noch längst nicht sicher, überhaupt nicht, obwohl das im großen Bild durchaus typisch wäre. Das Kleine spielt im Moment noch eine ganz andere Musik, denn da haben wir, wenn wir im 5-Minuten-Chart mal gucken, nur einfach, dass wir einen Eindruck bekommen. Ich weiß nicht, jeder handelt den 5-Minuten-Chart, aber da sehen wir trotzdem als einen Indiziengeber, wir hatten die scharfe Bewegung hier runter, jetzt sind wir sehr wackelig nach oben. Okay, interesting. So, also insofern haben wir realistisch hier die Ausprägung sogar auf der Abwärtsseite nochmal. Auch hier können wir uns auf irgendein Zwischentief berühren. Ich müsste es wirklich treffen. Aber ich habe es ja schon manchem gesagt, ich kämpfe im Moment mit meinem Computer. Er nimmt die Framezahl bei den Aufnahmen hier teilweise so runter, dass es so ein bisschen ruckelig ist. Für heute wird es jetzt reichen. Der neue Computer ist quasi bestellt. Und dann wird das auch wieder besser. So, aber insofern die Abwärtsseite im Moment nicht vom Tisch. Wir sehen das hier, dass wir ja zwischendurch durchaus starke Abwärtsbewegungen haben. Und die sprechen einerseits natürlich für die Chance auf weitere Abwärts, aber sie sprechen auch eine Sprache, dass die Bullen, die bis jetzt im Markt waren, deutlich mehr die Hose nass haben, hätte ich fast gesagt, naja, nasse Füße bekommen haben, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hier ein bisschen ängstlich geworden sind, denn solche Bewegungen sind nicht klassischerweise dafür geeignet, Begeisterung für eine Richtung eben zu na, darzustellen. Also insofern das als Hintergedanke. Wir sind dann noch tatsächlich unentschieden. Wir haben heute beim Nasdaq gesehen, nachdem die Produzentenpreise, PPIs aus Amerika bekannt geworden sind, dass der Markt durchaus für schnelle Bewegungen auch mal gut sein kann. Wir sehen, dass der Markt hier mal ruckzuck auch mal eine Bewegung nach oben mitgenommen hat, aber auch genauso ruckzuck wieder nach unten. Also auch hier sieht das ein bisschen nach Straucheln aus, aber machen wir auch hier nochmal kurz das Augentraining. Die letzte impulsive Bewegung hier ist gefolgt worden von einer Aufwärts- oder Abwärts-, klar Abwärtsbewegung im Trendkanal. Auch hier gilt, wenn er die Oberseite verlässt, dann ist das vorbei. Das ist in diesem Fall ein bisschen logisch. Ja, klar, es ist vorbei. Wenn er nach oben rausgeht, läuft er oben raus. Das ist nicht wirklich ein Zugewinn, aber es wäre halt nochmal in Trendrichtung. Umgekehrt müssten wir oder sollten wir hier jetzt mal genau aufpassen, ob hier der Kurs dreht. Und witzigerweise bin ich damit jetzt schon ein bisschen zu spät. Er hat hier ja schon gedreht, er kommt nach oben. Also wir sehen, dass der Markt hier auch tatsächlich kämpft aktuell. Und es wird spannend, ob er das übers Wochenende eben halten wird. Mehr kann ich im Moment auch nicht sagen. Bitte nicht keinen Glaubenssatz hier, keinen Nagel in die Wand hauen, wie ein Kollege von mir immer sagt, und sagen, so wird es dann tatsächlich kommen. Sondern wirklich sagen, was macht denn der Markt raus aus der Geschichte? Und da ist für mich immer ein einfacher Ansatz zu gucken, wo ist die Dynamik? Die letzte hier, bleiben wir beim Nasdaq von mir aus, die Dynamik, die ist nach oben.
Und wenn sich jetzt sowas anschließt, dann wüssten wir wieder, eine Seite war stark, das war die nach oben zum Schluss. Und eine Seite ist schwach, das ist diese hier. Also, viel mehr kann man eigentlich nicht sagen, außer das vielleicht nochmal mitnehmen übers Wochenende. Ansonsten natürlich gerne unsere Trade des Tages angucken. Der von heute beispielsweise, der gibt auch immer noch mal viel Preis. Nicht nur eine ganz konkrete Handelsidee mit unseren Ein- und Ausstiegen, sondern auch eine Idee, wie man sich dem Markt nähern kann, wie man das Ganze quantifizieren kann. Ist es kostenfrei? Man muss sich nur anmelden, damit man die Info kriegt, wann der rauskommt. Denn das macht dann wenig Sinn, wenn man völlig uninformiert das dann Tage später guckt. Dann kann es unter Umständen natürlich schon zu spät sein. So, also in diesem Sinne erstmal einen wunderbaren Nachmittag mit viel Erfolg. Anschließend einen erholsames Wochenende. Am Wochenende klassischerweise kommt wieder mein Grobausblick hier auf finanzmarktwelt.de und nächste Woche sehen wir uns an dieser Stelle dann mit dem nächsten Beitrag wieder. Bis dahin alles Gute.